Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom Hightacker. Der hat es ganz eingesandt, vielen lieben Dank an der Stelle, mit dem WZ-132 und er ist hier auch noch Top-Tier. Also das ist natürlich schon mal ideal und da schauen wir mal, was er auf der Karte Stalingrad so reißen kann. Er ist alleine unterwegs, kein Zugpartner, kein gar nichts und ja, auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt die aller schönste Karte für den Light, aber da sind wir einfach mal gespannt, was er da jetzt rausreißen kann mit dem Panzer. Wir sehen 250 Schaden mit 189 Durchschlag. Wenn das nicht reicht, gibt es 225 mit Premium. Also von dem her, da ist ein bisschen was am Start. Und dann parkt er erstmal hier vorne, schaut, was da so vorne geht. So macht schon die erste Su auf. Und auch ein 1375. Und da muss er aufpassen, denn der hat ihn ebenfalls aufgeklärt. Der Pudel guckt schon mal, will ihm auch einen geben. Aber schnell genug zurückgefahren. Pudel schon mal, kein Problem. Pudel ist einfach so vom Namen her der nicht der unschlimmste Panzer. Denn irgendwie ist es immer so süß. So, oh, wer ist denn da? Der Pudel. Ach, der Pudel. Voll putzig. Jetzt wird es hier ein bisschen eng. Jetzt will auf einmal der KV-85 da auch noch mit schießen. Aber das kann er eigentlich ganz gut nutzen. Denn da hat er jetzt den Blick dann auf einmal für da vorne wieder offen. So, jetzt bleibt er da natürlich hinter dem KV stehen. Klar, macht jetzt auch gar keinen Sinn, da jetzt großartig sich mit dem da rumzuschlagen. Und nimmt ihn auch ein bisschen als Cover. Aber er behindert ihn gar nicht. Also von dem her vollkommen legitim. Denkt er sich aber, nee, nicht so geil da. Also von dem her fahrt er da jetzt erstmal weg. Hier zur Seite mit dem Scorpion G. Könnte natürlich da jetzt HE schießen, aber ich glaube, da ist sich nicht ganz so sicher, ob das schon auch funktioniert. Oh, und da diese obligatorische und meistens notwendige Sekunde mehr, die er da jetzt gerade gebraucht hätte. Gerade alle Ziele so am Stehen, dass er nicht draufkommt. Da fällt er jetzt nicht drauf, sondern er nimmt ja jetzt erstmal noch ein bisschen das Gas raus und fährt nochmal ein Stück zurück. Aber hat sich vielleicht nochmal so ein bisschen umentschieden. Also fährt doch nochmal in die Stellung, wo er gerade schon war. Der Japano-Tiger fährt er jetzt rum, aber auf den kommt er nicht, weil der ist ja dahinter halt in einem Wall. Aber vielleicht jagt er den jetzt. KV-2 in der Mitte, scheinbar alleine, aber sowas kann natürlich auch immer ein Bait sein. Da muss man echt aufpassen. Da konnte die Suche aber jetzt direkt mit 236 Schaden beglücken. Muss aber aufpassen, denn die hat jetzt ein Auge auf ihn geworfen. Und die Su, auch wenn es keine ISO ist, die macht aber doch schon unangenehm Schaden. Jetzt nimmt er sich erstmal dem SP Nummer 6 davor. Mittlerweile schon ein Scheißergebnis, um es mal ganz salopp zu sagen. So, und jetzt vielleicht doch nochmal den Japano-Tiger. Ah, das gibt's ja nicht. Jetzt geht er in die Kette. Aber ich glaube, da geht er für den nächsten Schuss und versucht ihn da jetzt rauszunehmen. Auch wenn er dann nochmal einen bekommt. Aber das war ihm jetzt scheinbar vollkommen egal. Mittlerweile steht es wieder 5-8. Also ein bisschen am Zurückschießen hier auf jeden Fall. Jetzt den Ferdinand, den nimmt er jetzt gleich gut hier aufs Korn, beziehungsweise das Laufrad, um genau zu sein, und will den da jetzt tracked halten. Aber der eine Schuss ging ganz leicht daneben, dementsprechend kein Trackshot. Vielleicht ist vorne nochmal, und da hat es der Ferdinand schlecht gemacht. Der wollte zu spät drehen, ist noch ein Stück vorgefahren, und jetzt kann ihn da jetzt hoffentlich gekettet halten. Zweiter sitzt auch, und der Ferdinand kann da jetzt nichts machen. Der Schuss muss jetzt nur jeder so klappen, wie er ihn braucht. Kette ist immer noch kaputt und jetzt geht er für den Aufbau, dass er auch da ja nicht verschießt, und sehr schön. 8 zu 12,
fighten sich also langsam wieder ran an den Gegner, so gesehen. So, KV-122 bekommt er da von hinten rein. Und auch der sitzt. Den zweiten, der dürfte nicht mehr klappen, denn der kommt hier gerade so ums Eck. Unfassbar. Der hat hier ein Timing-Pech teilweise, das schon sensationell ist. Da setzt er jetzt natürlich nach, denn da hinten ist sein Team auch einfach nicht gut aufgestellt. Ein dicker Max, ein KV2 und der Churchill, der da jetzt auch noch rumkommt, also da muss er jetzt helfen. Churchill ist noch rappelvoll, dicker Max ebenfalls und seine Su, zumindest der SP, die haben fast gar nichts mehr. KV2 ist recht low, den kriegt er mit einem Schuss raus. Dicker Max noch nicht ganz und der Churchill, der kommt jetzt rum. Ah, jetzt toll, jetzt sind alle hin. So, jetzt fährt er risikoreich auf den KV drauf. Dicker Max wartet schon auf ihn. Er bleibt bei normalen Munition, lädt nicht auf HE um. Hm. Ja, da muss er echt aufpassen. Jetzt ist da auch noch der M4. Also alle Gegner, bis auf die Arti, sind jetzt hier. Nur jetzt nicht den Arti plötzlich von hinten bekommen, wobei da sollte eigentlich recht safe stehen. So, der Churchill, der kommt jetzt hier in seine Richtung. Da sollte aber der 150er noch so ein bisschen abdecken. Damit kann er seitlich in den Turm schießen, weil der Churchill jetzt nur noch Augen für den 150er hat. So, Churchill bleibt auf dem drauf. Dementsprechend nächster Schuss direkt darauf. Der 150er, der kriegt noch einen Hit zwar, aber er kann da noch mit dem Leben dienen, weil er braucht den jetzt einfach, sodass nicht jeder auf ihn aimt. Der Snapshot funktioniert nicht und jetzt ist er auch im One-Shot-Bereich. Richtig, richtig dumme Situation. Der 150er kommt jetzt dem Churchill immer näher. Er hofft, dass vielleicht einer der anderen Mates da seitlich nochmal rumschauen. Ist die Frage, wie lange kann der 150er da überleben? Arti hält auch noch rein. Auch die darf man nicht vergessen. So, jetzt sehr gut. Macht den Churchill-Kill da klar. Der war wichtig. Diese 78 Hitpoints, gell? So, jetzt hat das Gegnerteam seinen Mate erledigt. Jetzt ist es 1 gegen 3. Und er, jeder Gegner kann ihn halt wirklich mit einem einzigen Treffer aus dem Spiel befördern. Und hier die bisher schon gute Runde einfach mal zunichte machen. Weil am Ende des Tages wissen wir ja alle, es geht um Sieg oder Niederlage. Eine schöne Niederlage ist vielleicht irgendwo nicht ganz so schlimm, aber richtig geil ist es halt auch nicht. So, da will schon einer cappen. Die sind natürlich auch nicht doof und fahren dem jetzt hinterher, sondern die gehen jetzt für den Cap und warten, bis er wieder kommt. Sehr sinnvoll auf jeden Fall. Dicke Max hier seitlich einen bekommen. Da ist er zwar aufgegangen, aber ich glaube, der probiert es nochmal. Hat hier nämlich eine schöne Position gehabt. Da war er ein bisschen in Deckung stehend. Also, jetzt auch der durch. Jetzt muss er nur noch aufpassen. Die Arti, die darf man nie vergessen in solchen Situationen. Nicht zu lange irgendwo stehen bleiben, denn plötzlich macht es Rabam und dann ist das Thema auf einmal durch. Ich denke, jetzt will er sich erstmal da die Arti sichern. Und genauso ist es. Arti jetzt schön da. Ach, sehr gut. Da hat er gut gearbeitet, denn die hat er mit HE direkt rausgenommen. Da hat er nur einen Schuss gebraucht, weil sonst wären es zwei gewesen. Und dass er sie natürlich da von hinten bekommen hat, sehr smart. Jetzt hat er auch den Weg angetäuscht, dass er da weiterfährt. Dreht aber um, nachdem er wahrscheinlich nicht mehr zu sehen ist. Und fährt jetzt wieder in die andere Richtung.
6 Kills, also den Krieger, den hat er sich schon mehr als sicher verdient. Aber jetzt soll natürlich da auch noch der M4 dran glauben. Denn das ist der Letzte, der ihn von seiner wirklich meisterhaften Runde trennt. Ich kann euch jetzt schon verraten, 1618 Experience gab es für diese Runde. Ich denke, wir wissen jetzt mittlerweile auch alle, warum. Und jetzt ist nur noch die Frage, wo ist er? Wo ist das Lämmchen? Interessant, dass er nicht mehr weitergekämpft hat, der andere. Der KV2 in seinem Team, der will ihn auch so mental ein bisschen unterstützen mit dem Chat, aber ehrlicherweise, das weiß er alles. Also das braucht er jetzt nicht unbedingt gesagt bekommen. Und da guckt er! Oh! Gibt's ja nicht. Da hat er sogar in die richtige Richtung geschaut, aber er war hier reaktionsschneller und hat den weggemacht. Sehr, sehr geile Runde und ein absolut verdienter Sieg. Er hat es hier für sein Team einfach nach Hause geholt und daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Es war ein schönes Replaychen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.